Hallöchen, Popöchen! Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Tectonica. Schön in der letzten Folge hier unser kleines Labor aufgebaut, unsere kleine Fabrik. Und ich bin sehr zufrieden, es läuft alles gut. Es läuft richtig gut, also wirklich ohne Probleme. Hier sammelt sich langsam auch mehr an, als abgebaut wird. Hoffe ich. Ja, definitiv. Na? Ja, definitiv. Also es wird mehr anstatt weniger. Das ist schon mal gut, aber auch nur ganz knapp. Viel mehr dürften wir jetzt nicht verbrauchen. Läuft aber. Alles gut. Läuft alles. Ich bin zufrieden. Wie gesagt, ohne Probleme. Und ja. Wir sind dabei, Punkte zu sammeln, damit wir den Akkumulator jetzt bauen können. Was braucht man dafür? Kupferrahmen, elektrische Bauteile, Zündrebelextrakt. Davon haben wir ganz viel. Kupferrahmen, davon kriegen wir auch ganz viel hin. Wir haben ganz viel Kupfer, also wirklich ganz viel Kupfer. So, was brauchen wir? Zündrebelextrakt. Wir können eigentlich so machen, ne? Wir müssen ein... Okay. Ich muss es so machen. Ich kann die jetzt nicht so bauen, weil ich muss die in einem... Ich kann es ja mal ausprobieren, ob das zählt. Ich das jetzt mache. Aber ich glaube nicht. Ich muss sie mit einem Konstruktor bauen. Konstruktorator. So, und dann baut er den. Wenn das nicht geht, dann müssen wir gucken, was wir für die Teile brauchen. Ne. Die müssen im Konstruktor gebaut werden. Okay, Konstruktor. Elektrische Bauteile und Kupferrahmen. Was brauchen wir dafür? Kupferrahmen, natürlich Kupferbarren. Elektrische Bauteile sind die hier. Ne. Die hier. Kupferdraht wieder und Eisenbarren. Wäre jetzt nicht so schwer eigentlich. Aber wir haben... Also Kupferdraht hätten wir mehr als genug, glaube ich. Dass wir zwei abzwacken können. Glaube ich, das dürfte locker gehen. Kupfer haben wir auch genug, dass wir hier noch eine Maschine hinkloppen könnten. Wir könnten hier noch einen hinbauen für die Kupferrahmen. Was brauchen wir dann noch für die elektrischen, mechanischen Teile? Das ist das Falsche. Eisenbarren. Da haben wir eigentlich auch genug von, weil wir hier schon sowieso was abzwacken. Machen wir nämlich die Abzwackung hier weg. Also prinzipiell possible. Das zu automatisieren. Genug Strom hätten wir, ne? Geht manchmal hoch auf 2. Aber auch nur, wenn der da oben so viel verballert. Alter Schwede, ey. Tch. Läuft. So muss das aussehen, Freunde. So muss das aussehen. Alles andere ist dumm. So. Dann lasst uns doch mal schauen. 8. F8. Junge, das passt aber wirklich haargenau, wa? Wo ist der Kupferdraht? Der ist hier, ne? Ja, dann können wir einfach so machen. Das wäre Nummer 1.
Oder kloppen wir hier den Kupfer? Ne, wir kloppen hier den Kupferdraht rein und. Was war das? Eisen, ne? Bin ich doof, ey. Ja. Der braucht auch 3 Kupferdraht. Also, das ist schon ordentlich eigentlich. Aber wir schauen mal, ob das so passt. So. 7. Ah, jetzt geht das schon wieder nicht wegen dem Scheiß. Oh Junge, ey, ich dreh durch. So. Ich möchte die haben. Und dann kannst du das und das hier wegmachen und kannst mir das gleiche einmal hier hin kloppen. Dass wir das einfahren. Ja. Haben wir das schon mal. Jetzt müssten wir eigentlich noch eine Maschine bauen. Denn wir müssen mit dem Kupferbarren, ja genau, mit den Kupferbarren, die wir hier haben. So. Das geht sogar locker, Alter. Pass mal auf. So, müssen wir jetzt hier nehmen und dann machen wir die hier. Dann werde ich hier jetzt mal einen wegnehmen. Jetzt geht da leider so gar nichts mehr durch, ne? Weil der so schnell ist auch. Ist aber nicht schlimm. Dann können wir das hier nämlich wegmachen. Aber das ist doch schlecht, weil hier hinten muss ja was ankommen. Dann brauchen wir eine... Wir haben genug Erze. Wir könnten noch einen Schmelzofen bauen. Wir könnten noch einen Schmelzofen bauen. So. Und dann hätten wir hier schon unseren nächsten Schmelzofen. Ach so. Ja, ja, okay. Da müssen wir natürlich hier den Extraktor verschnellern. So. Gut, jetzt geht hier auch was rein. Okay. So,
Solange hier hinten noch was durchgeht, heißt das, dass wir mehr produzieren, als wir verbrauchen. Was gut ist für uns. Jetzt haben wir mehr Eisenbarren. Jetzt gucken wir mal, ob hier auch mal ein Eisenbarren durchsnackt. Ja, das klappt. So. Das nehmen wir wieder mit. Strom ist aus. Such. Einfach vor die Wand hier ran. So. Schön weitermachen. Und hier kommen jetzt die Dinger raus. Okay. Das holen wir raus. Und ich meine, wir könnten ja jetzt so machen, ne? Erstmal. Warte mal. Und hier kommt da auch raus. Ah, jetzt fehlt mir natürlich. Ne, war falsch. Stopp. Dankeschön. Jetzt fehlen mir wieder die da. So, und dann haben wir gesagt, brauchen wir noch einen Konstruktor. Das wird der hier. So. 8. Schwupp. Und du machst dann bitte. Was brauchst du noch? Ah, Zünddinger, ne? Waren das? Ja, 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 ja. Aber das ist kein Problem, die kann ich hier reinkloppen. Die da. Zünddinger, hier hast du. Ich denke, das reicht. Die hast du auch schon mal, die hast du auch schon mal. Und so. Ja, das geht nicht, weil aber das funktioniert. Das ist mir scheißegal, wenn das doof aussieht. Das ist jetzt Mittel zum Zwecke. Ich brauche schon wieder so einen. So. Kickens. Funktioniert erstmal. Überall kommt auch was an. So soll es sein. Jeder bekommt das, was er braucht. Und du machst jetzt die Dinger. Ich hoffe, dass das reicht. Schlüssel, indem du mit einer Taschenmaschine eine bestimmte Anzahl an Akkumulatoren auf einem Elektroboden baust. Deine Montagemaschine. Das ist eine Montagemaschine, ne? Montagemaschine, ja. Worauf warten wir? Au, oh, da brauchst du aber richtig viel, ne? Naja, sehe ich. Und von diesem Extrakt haben wir hier noch genug. Das heißt, wir machen nochmal hier eine Abzweigung hin. Warum geht das nicht? So. Einer mit. Das passt alles. Oh, da geht jetzt immer einer ab. Kriegt ihr jetzt weniger zu tun, werdet ihr aber nicht von sterben, weil wir schon mehr als genug von dem Scheiß haben. Mal gucken, wie viele da immer weggehen. Ich denke, weiter als hier werden die nicht kommen, aber wir lassen es mal so laufen. So. Das sieht gut aus. Da
Das heißt also, da hinten wird jetzt auch immer befüllt. Richtig schön. Und jetzt kriegen wir unseren ersten Akkumulator. Und das hat sogar schon geklappt. Alter, der braucht nur zwei Stück, drei Stück oder was? Und ich habe jetzt eine Automatik gebaut für 500 Stück hier. Willst du mich veräppeln oder was? Eieieiei, hätte ich mir auch sparen können. Super Sache. Das ist schon dumm. Aber naja, okay. Die kommen halt hier nicht raus, ne? Naja, ist jetzt so wie das. Sieht gut aus. Damit kann ich leben. Das sieht ein bisschen gruselig aus mittlerweile. Ja, er baut die Akkumulatoren. Ich freue mich, dass wir jetzt auch Akkumulatoren haben. Ist doch toll. Das kannst du mir direkt hier in eine Kiste kloppen. So. So. Und so. Und so. Und so. Ist doch super. Chips könnten ein bisschen schneller produziert werden. Aber... scheint schon so okay zu sein. Oh ja, Strom. Das ist auch... also alle 5 Minuten da den Knopf zu smashen, ist auch ultimativ nervig. Alle Akkumulatoren aufgelutscht hier. So, auf F6 haben wir welche. Bauen wir hier eine riesen Batterie hin. Finde ich mega geil. Man viel enger aneinander bauen. Aber dann sieht es nicht so schön aus. So, beim nächsten Mal haben wir schon die nächste Stufe. Kühlsysteme, da ist es doch mit dem Erzen. 10 Kühlsysteme und nochmal 10. Bin auf dem Weg. Da oben. Signal triangulated. New location added to HUD. Beware of current. Vorsicht vor Strömung. Aha. Ha. Da gehen wir hin. Vielleicht finden wir dort was. Also wir brauchen ziemlich viel, weil wir müssen diese Sprengdinger bauen. Wohl oder übel. Die hier. Können wir sogar schon bauen. Dann können wir gucken, wie wir da durchkommen. Manual placement and detonation required. Unaha's work suit shielding in effect. Okay. Ist das weit weg noch? Das Zeichen? Ich glaube nicht. Das ist nicht weit. Wenn ich das richtig sehe, dürfte das hier um die Ecke sein. Vielleicht ist es auch das, was ich schon mal hatte, wo ich schon mal war. Vielleicht war ich da auch noch nicht. Doch. Ob ich da noch nicht war, Alter. Wie willst du verarschen? Wir prügeln uns durch das Wasser. Tja, rate mal, wer hier noch nicht war. Wasserturbine.
The sooner you scan these water wheels, the closer you'll be to never having to turn a crank generator again. We should check out that office, too. Alter, ich kann Wasserräder bauen. Warum muss man so viele davon bauen? Weiß man das? Oh, oh, das ist der blaue Kern, den ich noch brauchte. Alter, jetzt geht's los. Facility access door unavailable. Refer to display panel for self-repair requirements. Wie viel brauchst du? 800 und 300. 800 hiervon. Willst du mich verarschen? Was brauche ich denn dafür? Das kann ich gar nicht bauen. 300, Alter. Da ist auch noch irgendwas auf der Ecke. Laut Minimap, da oben. Fun Fact Breaker. Before they adjusted our suits for them, those creeper plants used to reach out and try to grab anybody who walked by. Got so common that it became a rite of passage for people who joined Deep Recon. Spaghetti got her call sign off of it. Na, geht's hier wenigstens rein? Oder auch nicht? Da. Was ist das? Das haben wir nicht mal annähernd. Okay. Eieieiei, okay, ja, das ist echt nicht ohne. SC, auch noch was. Puh. Wird langsam viel. Und man kann so viel noch entdecken. Ich könnte jetzt hier eine Stunde rumlaufen und wird immer wieder neue Sachen entdecken. Jetzt würde ich erstmal gerne gucken, dass ich so ein Wasserrad gebaut kriege. Denn das ist awesome. Task inbound. Water wheel. Used to generate hydroelectric energy for crank generator automation. So. Entschuldigung, ich muss mal eben kurz was nachgucken. Ja. Das ist die Frage, wofür... Ja, ja, ich weiß, kein Strom. Ein Wasserrad, Energie. Da. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das jetzt klappt. Tch, wie das aussieht. Junge, Junge, Junge. Willst du mir sagen, dass das keine Ressourcen frisst? Erhöht die Ladekapazität der Akkumulatoren auf 150%. Ja, jetzt werden wir die brauchen. Ich will ja nicht wissen, was die brauchen. Ehrlich.
kann uns mal so ein paar Sprengladungen machen. So, was brauchen wir dafür? Ist nur an diesen Sträuchern gehapert oder was? Dann haben wir doch hier mehr als genug irgendwo. Da, geh mal her. Also haben wir, ne? Plus zwei weitere Aufgaben, alter Schwede. Atlantum Orts. Wir brauchen halt viel von diesem Erz, ne? Kühlsysteme. Brauchen wir auch. Da weiß ich gar nicht, können wir die bauen? Ja, ne? Da, genau. Dann kannst du mal Kupferdrähte bauen. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Wir brauchen Kupferdrähte. So. Das Wasserrad auf 0. Gültige Platzierung, warum? Ah. Und jetzt kümmerst du dich da drum. Verstehe ich nicht. Gehen die da hinten jetzt leer? Brauche ich so viel Wasserräder wie Dinger? Nee, ne? Wir probieren es aus. Scheint aber erstmal zu klappen. Wir haben keinen Stress mehr. Tja, finde ich gut, was soll ich sagen, ne? Einfach 20 Stück, doch, die werden leer. Die gehen langsam leer. Scheiße. Kriegen wir hin. Machen einen kurzen Cut. So, da bin ich wieder. Sorry. Oh, Licht. Einfach Licht aus. Bumm. Nichts mehr hier sehen. So. Ja, wir müssen uns jetzt gleich halt ranhalten und gucken, dass wir. Das mit den Wasserrädern habe ich rallig nicht jetzt. Bin ich ganz ehrlich. Wo ist denn da der Sinn? Jetzt haben wir hier so einen schönen Batteriepark. Akkumulatorenpark. Sozusagen. Aber jetzt gehen die langsam leer, ne? Ja, ja, die werden leer. Und zwar nicht langsam. Das ist ja dumm. Also brauchen die mehr Wasserräder, ja?
Ja, gut, dann brechen wir das mal eben ab. Ich brauche Wasserräder. Es tut mir leid. Wasserrad. Produktion Wasserrad. Keine Ahnung. Ja, geht gerade so mal. Oh ja, mal ein bisschen zu viel. Können wir aber abfangen. Und jetzt, wenn wir hier noch Wasserräder dran machen würden. Ich glaube, dann könnte es laufen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ein Wasserrad. Aber geht das auch so? Warte mal. Nee, ne? Du bist damit jetzt nicht verbunden. Nee, bist du nicht. So kann man sie auch nicht verbinden, ne? Nee. Okay. Weil bei denen waren die Dinger doch da. Wir müssen nochmal eben da hochgehen. Es tut mir leid. Die hatten die hintereinander. Die hatten die nicht so. Die hatten die hintereinander in der Reihe. Habe ich was übersehen? Bin ich vielleicht dumm? Kann sein, dass du dumm bist oder sowas? Mal gucken uns das mal eben an. So. Nee, nee, die hatten die tatsächlich so in einer Reihe. Aber zwei Reihen. Naja, ist ja auch okay, ne? Weil die laufen ja dann automatisch. Ist ja einfacher, so zu machen als so. Ja, okay, verstehe. Saved im Kopf. Was haben wir denn hier noch? Keine Zeit. Müssen wir zurück. Müssen den Strom am Laufen halten. Okay. Also, ein Wasserrad macht auch nur... Steht das hier irgendwo? Warte mal. Kann man das lesen? Wo ist das mit dem Wasserrad? Energie. Automatisch an, wenn parallel platziert. Okay, das heißt also immer ein Wasserrad, ein Wasserrad und ein Ding. Okay. Das heißt, wir haben ja hier noch mehr als genug Platz. Puh, ja, geht ja nicht anders, ne? Bauen Sie mal noch ein paar Wasserräder. Wir brauchen Wasserräder. So, dann müssen wir das hier nochmal hochbauen, weil hier haben wir noch auch noch genug Platz. So, da hinten so. Oha, die haben ja auch ordentlich leer gelutscht jetzt, ne? So, die dürften sich jetzt wieder alle aufladen. Einer nach dem anderen. Und jetzt gerade werden die sehen, welcher sich auflädt. Doch, da. Geh nicht in so eine Reihenfolge, ne? Hier bleibt mal einfach dann der nächste auf, da. Okay.
30 Kerne haben wir wieder. Ich würde sagen, diese Akkumulatoren-Geschichte hier können wir beenden. Oder? Lass das laufen. Ich habe keine Ahnung. Brauchen wir so viele? Jetzt läuft's eh. Warum geht das bei manchen nicht? Ich muss irgendwie so einen richtigen Punkt treffen hier. Siehst du? Ganz merkwürdig. Ganz weird. Was treibt ihr jetzt an? Maximale Ladung 150 kW. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Also das sind 13 Stromwandler. Und 4 Wasserräder. Das heißt, wir machen so, so, so. So. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass das hier noch zu Wasser zählt, aber... Scheiß Dreck. Müssen wir halt gucken, wie weit wir damit kommen, ne? Könnte ruhig ein bisschen schneller gehen, ne? Ich werde ja nichts sagen. Aber haben wir nicht einen Perk dafür? Ja. Die sind gerade nicht angeschlossen, alles klar. Null. Haben wir wieder drei. Da. Hier geht's schon nicht mehr. Da schon ungültig. Also wir machen hier wieder zu. Machen hier wieder Dinger hin. Wie viele Wasserräder haben wir jetzt hier dran? 5. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Alles, was danach kommt, muss leider weg. So. Ist auch kein Sand drunter, ne? Hier ist nochmal Wasser. Können wir ausprobieren, aber... So. Haben wir hier 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir eh nur 2. So. Ich verstehe das nicht. 5 Wasserräder?
Das verstehe ich nicht. Muss immer an ein Wasserrad ein Stromwandler angeschlossen werden, oder was? Fünf Wasserräder für Stromwandler. Maximale Ladung 150 kW. 150 kW. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Sehen wir das auch so? Muss das in Reihe geschaltet werden vielleicht? Auch nicht. Ey, jetzt gleich alles aus, weil ich keinen Strom mehr habe. Ist mir schon klar. Muss das jetzt aber mal eben rausfinden, warum das nicht funktioniert hier. Great to see you build one of those breaker, but it won't work until you place a crank generator on a power floor connected to it. And don't forget to crank it. That's why we call it a. I'm sorry, you understand. Nochmal, Lock. Ich brauch den Lock, das habe ich nicht gelesen. Lock. Toll, dass sie das Roboter benötigen, aber es funktioniert nur, wenn sie einen Kurbelgenerator auf einen damit verbundenen Elektroboden stellen. Das heißt ja, Entschuldigung, die verstehen schon. Mann, du bist ja ein Witzbold. Was ist, wenn ich jetzt so mache? Ja, warte mal, das war ja dumm. Das war doch dumm. Marcel, du bist manchmal bist du echt dumm. Was ist, wenn ich jetzt so... So, dann fangen wir mal damit an. Lass uns mal den Kurbelgenerator hier hinstellen. Und dazu ein Wasserrad dran kloppen. Lass mich doch stehen. So, 150 Watt haben wir. Wenn ich jetzt wieder einen Kurbelgenerator hinstelle und ein Wasserrad da dran mache, dann haben wir 300 kW. Okay, dann müssen wir es so bauen. Kann es nicht ändern, es ist sehr merkwürdig. Ja, wieder den hier. Wo ist er denn? Da. Hallo? Hä? Jetzt hat er 450 kW. Okay, verstehe ich nicht. Also jetzt hier noch einen dran stelle, ja? Dann haben wir
weil der jetzt auf einem anderen Pot steht, das ist mir auch klar. Das ist mir auch klar. Was haben wir denn hier? So. 600 kW. Wenn ich jetzt hier noch einen dran mache, dann haben wir 600 kW. Also ein Wasserrad betreibt zwei so eine Dinger. Okay. Dankeschön. Wir sind bei 46 Minuten, ja, genau. Das heißt, ich mache jetzt hier wieder einen neben, aber ohne Verbindung. Dann kommt hier das Wasserrad hin. Auf da. Und dann kommt hier wieder das Ding hin. Und dann haben wir 900 kW. Das ist nice to understand. Really. Nice to understand. Meine ich ernst. So, jetzt ist die Frage, kriege ich hier noch einen hin? Nee, ne, muss ich so noch bauen, okay. Mhm. Kein Problem. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Das funktioniert tatsächlich. Das ist ja schön. Und die drei hier wieder weg. Und so ein Wasserrad in die Mitte. Und jetzt haben wir 1200 kW. Läuft. Okay, verstanden. Funktioniert. Ich bin zufrieden. Das funktioniert leider nicht, weil das Ding hier im Weg steht. Na toll. Schade um das Wasserrad. Es ist mit dem Bauen nicht so einfach. Das geht gar nicht, weil das Ding hier im Weg steht. Okay. Dann kannst du hier wieder zumachen. Das würde gehen, ne? Okay. Dann brauchen wir mehr Bodenplatten, aber wir haben noch so viele Wasserräder. Ich brauche Bodenplatten. Dankeschön. Da oben kommt wahrscheinlich gar nichts mehr, oder? Doch, kommt immer noch. Oh, Alter. Okay. Ich habe nichts gesagt. Wir sind bei 1500 kW, also langsam kommen wir in das Pensum, wo wir hinwollen. Eieieiei, das ist echt nicht easy. 5. Und 5. So. Und jetzt müssten wir genug KW haben, erstmal. Das dürften wir erstmal nicht übertreffen. Okay. Wasserräder, relativ komplizierte Geschichte. Funktioniert aber. Komm, wir gehen mal noch
Wir gehen mal noch. Wir haben ja noch ein paar. Wir gehen mal noch einen höher. So, nervig. Soll das. Das geht auch nicht. Mensch. Nächstes Mal weiß Bescheid, unten Wasserwerk, oben das andere Ding. So, die Batterien sollten sich jetzt auch wieder aufladen. Auch wenn man die jetzt gar nicht mehr braucht. So, jetzt kommen erstmal die hier dran. Und ich brauche, glaube ich, noch mehr davon dafür. Damit ich noch mehr machen kann. Nee, was brauche ich denn? Kiesel? Ja. Schild. Das hier. Haben wir unsere 10 Turbinen und Kupferdrähte müssen wir machen. Die haben wir, glaube ich, gemacht, ne? Ganz viele. Oder wollten wir machen oder haben wir nicht gemacht? Okay. Nehmen wir so 2000 davon mit und dann reicht das auch. So, Freunde, wir sind bei 52 Minuten. Es tut mir leid, aber es ist wieder soweit. Cut-mäßig sind wir wieder in Richtung Ende für heute unterwegs. Alter Schwede. Hier passen keine mehr ran. Hier passen keine mehr ran. Ey, warte mal. Hier kommt eh nichts mehr an gerade. Warum nicht? Wo ist dein Problem? Was fehlt dir? Was fehlt dir denn jetzt gerade? Die ganze Kupferproduktion hat gestoppt, aber warum? Ich speichere mal eben. Ich glaube, das fühlte sich gerade irgendwie kaputt an, weil da war ja nichts mehr drin. Ich konnte ja auch nichts auswählen, was der machen soll. Ist immer noch nichts drin. Naja, hier kann ich das sagen, was er machen soll, aber warum macht das nicht? Kein Eisen ankommt. Warum kommt kein Eisen an? Okay. Verstanden.
Du brauchst auch dafür Eisen, alles klar. Problem erkannt, Problem gebannt. Ah ja, okay. Alles klar. Fehler gefunden. Da war es beim Wegmachen was kaputt gegangen. Okay. Da war der Fehler. Jetzt geht's hier auch weiter. Jetzt die Frage, ob du voll bist, weil da steht X. Oder heißt X, dass du... Ich glaube, es sieht sehr aus. Ne, da unten geht noch eine Reihe dran. Okay. Mhm. Alles klar. Okay, Freunde, für euch hier ein Cut. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der wunderschönen nächsten Folge von Tektonika. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Ciao, ciao.